Hallo zusammen! Heute möchten wir einen kurzen Blick auf die neue Version der CheetoBox 1.8.0 in der Beta legen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Los geht's! Seit Markteinführung der AnyCubic Mono-Reihe warten viele Nutzer der beliebten CheetoBox auf ein Update. Dieses ist jetzt veröffentlicht worden und wir werfen heute einen Blick auf die Beta-Version 1.8.0, die neben dem gesamten Mono-Line-Up von AnyCubic auch viele weitere Marken und Hersteller ihren Weg in die CheetoBox gefunden haben. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe an Neuerungen und neuen Features, die uns die Entwickler in ihrer neuen Version präsentieren möchten. Dort werfen wir jetzt einen kurzen Blick drauf, nachdem wir das Paket installiert haben. Übrigens, die CheetoBox ist komplett kostenfrei. Den Download-Link packe ich euch unter die Videobeschreibung. Und sie ist komplett offline basiert, ihr habt also keinen Online-Zwang. Ja, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich versuche mal über Settings meinen Mono X zu installieren. Dafür gehen wir auf das Hinzufügen-Symbol und wir sehen hier bereits die Übersicht der Hersteller und das gesamte Lineup ist verfügbar. Hier erstrahlt das gute Stück auch nochmal im vollen Glanz. Und die Einstellung, die Maschineneinstellung, klar, die werden akkurat sein. Ich werde hier nochmal meinen Resinpreis anpassen. Ungefähr 26 Euro zahle ich für den Liter. Und von den Einstellungen her haben wir jetzt auch die bekannten Belichtungs- und Liftzeiten. Und unter dem Punkt Advanced finden wir gleich die ersten beiden Neuerungen. Und zwar eine Toleranzkompensation, um die Drucktoleranzen zu reduzieren und die Genauigkeiten zu erhöhen. Das ist natürlich besonders interessant für die Erstellung von Funktionsstücken. Generell fühlt sich die gesamte Navigation und das gesamte Doing in der Software wieder sehr schnell und performant an. Wir werden jetzt mal gezielt eine sehr komplexe 3D-Datei laden. Hier ein Thanos mit knapp 100 MB Größe. Und er saugt das Objekt hier wirklich mit einer schönen Geschwindigkeit in die Layout-Oberfläche rein. Damit wir auch gut mit dem Jungen arbeiten können, werden wir jetzt die Größe noch einmal skalieren. Wir werden sie zunächst einmal auf die Buildplate anpassen. Das ist schon wirklich eine imposante Erscheinung. Das gesamte Handling, das freie Drehen im Raum dieses Objekts, super performant, störungsfrei, macht richtig Spaß. Wir werden den Jungen jetzt noch mal ein bisschen anpassen. Ich glaube 50% Skalierung auf das Gesamtobjekt ist eine schöne Größe. Hier sehen wir übrigens eine weitere Neuerung, die, wie ich finde, super hilfreich ist. Wenn ihr mit einer Maus über eine Funktion fahrt, werden euch kleine Animationen angezeigt, die euch die Funktionalität dahinter verraten. Und das nicht nur bei den groben Option, sondern auch bei den kleineren Feintuning-Einstellungen. Das ist ein schöner, geführter Dialog, der euch den Umgang der Software on the fly näher bringt. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Bildschirmaufzeichnung vorzunehmen. Das Dateiformat ist GIF. Ich konnte das jetzt auf meinem Rechner auch gar nicht öffnen im Nachhinein. Der Sinn erschließt sich mir nicht so ganz. Wenn ihr wisst, wofür man Aufzeichnung für einen Slicer braucht, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten haben wir wie gewohnt oben die weiteren Grundfunktionen. Hier einmal das Aushöhlen eines Objekts. Wir haben zwei Infill-Muster. Ja, und das ganze Aushöhlen geht auch relativ performant. Wir machen das jetzt hier einmal in Echtzeit. Mit einer Wandstärke von 1,2 mm, also ist doch sehr dünn, aber für so eine Figur absolut ausreichend. Und anschließend zeigt er uns in seiner Animation noch einmal, wie die hohle Figur jetzt ausschaut. Wir können die Löcher hinzufügen, die wir brauchen. Wir machen hier mal zwei Stück rein. Und das Schöne ist, ihr seht jetzt auch auf der rechten Seite, die beiden Löcher Öffnung bietet er euch als Druckobjekt an, damit ihr später auch was zum Verschließen habt, wenn ihr das Objekt finishen möchtet.
Wir haben jetzt hier auch einen neuen Orientierungswürfel mit 6 Dimensionen bzw. 6 Seiten und nicht wie in der früheren Variante mit 3. Mit Klick auf die Supports berechnet er kurz und er zeigt uns hier bereits in der Vorschau die zu stützenden Bereiche an, also die kleinen Islands. Das ist natürlich für das Setzen von manuellen Supportstrukturen super hilfreich. Ansonsten sind die grundlegenden Funktionen natürlich beibehalten worden. Verbesserung innerhalb des Supports. Auch auf dieser Maske verbergen sich hinter den einzelnen Funktionen kleine Vorschauanimationen, die uns wieder visuell verdeutlichen, welche Funktionalität dahinter steht. Das ist gerade für Einsteiger eine echte Hilfestellung. Die automatischen Supports lassen sich wie gewohnt nur vom Druckbett oder über das gesamte Objekt generieren. Und das, was ihr hier seht, ist die Generierung in Echtzeit. Das geht also auch blitzschnell. Das macht das Arbeiten mit Cheeto natürlich besonders angenehm. Beim Setzen der manuellen Supportstruktur der kleinen Streben wurde die Vorschau verbessert. Wir sehen hier die grünen Andeutungen, bevor wir die Supports setzen. Das ist auch nochmal eine schöne Verbesserung gegenüber der Version 1.7 und macht das Setzen von manuellen Supports wesentlich komfortabler. Eine wesentliche Stärke der Cheeto Box ist der super schnelle Slicing-Vorgang. Wir sehen ihn hier in Echtzeit bei einem 100 MB Objekt. Das ist rasend schnell und ich habe das verglichen mit Litchi, der genau in dieser Disziplin deutlich zurückstehen muss. Er braucht mehr als das 10-fache an Slicing-Zeit und das ist wirklich beeindruckend, was die Cheeto Box hier leistet. Die nun angegebene Druckzeit von 5 Stunden und 47 Minuten, das ist ja immer so ein spezielles Thema, was unser Drucker am Ende wirklich daraus macht, werden wir jetzt einmal überprüfen, wie nah Cheeto an die Realität des Mono X herankommt. Eine kleine Vorzeigeansicht wird schon mal generiert. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir gehen auf Drucken, starten den Druckvorgang. Ja, okay, 7,5 Stunden, 7 Stunden 36 Minuten gegenüber den avisierten 5 Stunden und 47 Minuten. Das ist natürlich schon eine starke Abweichung. Da hoffe ich, dass da einfach noch dran gearbeitet wird. Ja, last but not least haben wir auch noch die Funktion, nicht nur auf dem USB-Stick zu speichern. Nein, wir haben hier jetzt auch die Möglichkeit, auf ein Netzwerk zu senden. Ich habe jetzt keinen Netzwerkdrucker. Mein Mono X ist WLAN-kompatibel. Ich habe das Ganze jetzt noch nicht verknüpft, aber die Funktion ist neu und spannend. Also das lädt zum Experimentieren ein. Ja, ansonsten wurden einfach viele Bugfixes und Fehler gelöst, bei denen das Programm in der Vergangenheit abgestürzt ist, vor allem beim Arbeiten oder auch beim Löschen von Supportstrukturen. Das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Happy Printing!